Wir haben jetzt mit dem Grundgerüst von dem Badezimmer angefangen, quasi, also von dem ISO-Panelen. Das hier sind die U-Profile. Wie ihr seht, ein U. Die haben wir jetzt hier auf 45 Grad, ne? Ja, auf Ja. 45 Grad. Auf 45, Martin hat ja 45 Grad geschnitten. Hier hat er immer in gleichem Abstand Löcher gebohrt und ist gerade die Schrauben am Festmachen. Hier rundherum ist das auch schon alles, wie man sowas festschraubt, weil ich wisst ja. Und wenn ihr es macht, freut euch, diese Folie abzumachen, ist ein Riesenspaß. Und wir bleiben dran, wie es weitergeht. Diesmal wollen wir es ein bisschen ausführlicher machen. Beim letzten Mal hatten wir ja nicht unbedingt die Zeit, das zu filmen. So, jetzt Feierabend für heute. Müssen wir nur noch hier vorne, dann gucken, wie wir mit dem Panel auskommen wegen der Tür. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich werde jetzt an den stürmischen Tagen versuchen, hier die Folie schon mal von den Paneelen abzuknibbeln, weil das wird auch ziemlich aufhalten. Weil um die ganzen Wände aufzustellen und das Dach dazu, haben wir halt eigentlich nur 1 oder 2 Tage nächste Woche wieder Zeit. Sonst fliegen die uns um die Ohren. Wie damals schon beim großen Schaumplattenhaus, so ist es jetzt hier auch bei unserem kleinen Außenbadezimmer. Das Allerschlimmste an der Arbeit ist hier diese Folie abzumachen, diese Schutzfolie, die ja auf dem Metall geklebt ist. Und ja, da habe ich mir jetzt die Kamera geschnappt und man muss ja leider auch filmen. Mich ein bisschen vor der Arbeit gedrückt. Nein, ich helfe Sarah auch gleich nochmal. Aber ich habe hier gerade angefangen und das ist so fummelig, den Mist abzumachen. Gut, dass man dich jetzt nicht hört. Hier hinten unsere Plattform ist jetzt mit U-Profilen fast fertig bestückt. Wir hatten genauso wie beim großen Schaumplattenhaus hier so ein bisschen die Probleme mit dem Wind. Heute ist auch relativ windig, aber wir werden es wahrscheinlich gleich probieren, wenn der Wind nicht noch stärker wird, die Wände hochzuziehen. Ja, der Wind ist natürlich ein Riesenthema dabei, weil wenn man die Platten halt aufstellt, so als Wandelement, dann hat man natürlich eine riesen Angriffsfläche für den Wind und bei dem starken Nord- und Südwind, je nachdem, heute haben wir Südwind, die letzten Tage war Nordwind, ja, da fliegen einem die Platten dann um die Ohren und das wollen wir einfach nicht riskieren. Kriegen wir Ärger hier mit dem schläfrigen Simba. Ja, wir haben gestern versucht, das Panelhaus aufzustellen. Es hat natürlich nicht geklappt, weil es zu stürmisch war oder es war halt viel zu windig. Dafür hatten wir halt Erfahrung schon bei dem letzten Haus. Jetzt hat es natürlich heute Nacht geregnet, aber wir sind trotzdem sehr froh um den Regen. Das müssen wir halt hier eine Matschparty machen, weil die nächsten Tage sieht es wieder nicht so gut aus mit dem Sturm. Ich habe mir jetzt hier noch so eine Schablone gebaut, die jetzt schon wieder weg ist. Da, nein, doch nicht. Die war sonst immer weg. Mit dem Bohrabstand quasi, wir machen das auf 25 cm. Dann wird die einfach hier in die Profile gelegt und halt angezeichnet. Und ich merke gerade, dafür muss ich auch noch eine machen. Die schwersten zwei Platten haben wir jetzt drin, nämlich die ersten zwei Platten. Da haben wir jetzt erstmal hier dieses größere Winkelprofil, was ja den, ja, hier die Stirnseite da verdecken soll. Die haben wir erstmal auf die erste Platte, die ja jetzt quasi zur Wand steht, die ihr jetzt nicht sehen könnt. Da haben wir die draufgeschraubt, dass die hier so übersteht. Dann haben wir die zweite Platte da reingeschoben. Und jetzt müssen wir mal hier reingehen. Hier sieht man das. Also hier haben wir erstmal dieses größere Eckprofil dran festgemacht. Dann haben wir mit der Wasserwaage geguckt, dass alles in Waage ist und haben hier dieses Inneneckprofil eingesetzt. Und jetzt steht es schon relativ fest. Relativ muss man immer sagen. Ist natürlich noch gefährlich, wenn jetzt eine große Windböe kommen würde, fliegt das raus. Selbst wenn man die jetzt noch unten da verschraubt hat. Also da haben wir beim Aufbau des großen Hauses, da stand schon fast das ganze Haus. Da kam so eine richtig dolle Windböe und hat uns fast die ganze Arbeit nochmal kaputt gemacht. Da mussten wir ja viel basteln, um das wieder hinzukriegen. Ich weiß nicht, Video können wir euch ja mal verlinken. Ja, ansonsten machen wir jetzt nach Sarahs Schablone hier alle 25 cm eine Schraube rein, verschrauben auch noch unten in dem Winkelprofil und dann geht's mit den nächsten Platten weiter.
Hier in der Ecke war es uns auch noch wichtig, dass ganze Platten und eine ganze Eckleiste vorhanden ist, weil hier soll die Dusche hin und dementsprechend wollten wir jetzt hier nicht so eine Stoßfuge haben. Die könnte man jetzt natürlich auch noch mit Silikon abdichten und. Aber am Ende hat die Erfahrung bei uns hier gezeigt, alles abdichten, irgendwo kommt das Wasser immer durch. Wasser ist nun mal so, das hat die Eigenschaft, überall durchkommen zu wollen und zu können. Ja, dementsprechend haben wir das jetzt hier alles mit ganzen Sachen gemacht, um eventuell Wasserschäden vorzubeugen. Wir sind jetzt bereit für die nächste Ecke. Jetzt ist hier natürlich nur so ein kleines Stück Platz. Das hat Martin jetzt gerade abgemessen und hier auf die übertragen. Und dann mit der Reißnadel hier richtig schön einen Strich gezogen. Und das schneidet er jetzt ab. Dann ist die erste komplette Wand fertig. Ja. Und die beiden Faulenzer hier schlafen. Ja, fein. Meine Wasserratte, ne? Die war noch ganz fit beim Regen. Heute war ich mal ausnahmsweise schneller als Sarah und habe hier dieses Reststück schon reingetan. Das habe ich ganz einfach gemessen. Hier diese Nut- und Federverbindung, also hier diese Feder oder wie auch immer man das nennen mag, geht ja hier rein bis da zur anderen Platte. Und das sind dann ungefähr hier 10,5 cm. Dann bin ich einfach hingegangen, habe von da aus 10 cm genommen, weil wir haben ja eh ein bisschen Platz hier. Platz hier wegen diesem großen Winkel. Ja, dann schieben wir das einfach rein, drücken das nach unten und passt. Genau. Mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen, außer, dass ich erst mit der großen Flex geschnitten habe. Ich weiß nicht, ob wir das in der Timelapse da so rausfiltern können, dann können wir euch das mal einblenden. Also ich habe erst mit der 230er Flex geschnitten, das ging ja eher in die Hose, die ist dafür nicht geeignet. Ich wollte mir einfach ersparen, dass ich mit der kleinen 115er Flex erst die eine Seite und dann die andere Seite schneide. Aber der Genauigkeit und der Sauberkeit des Schnittes, um den zu gewährleisten, sollte man doch besser beide Seiten anzeichnen, wie ich das auch schon beim großen Schaumhaus gemacht habe. Beide Seiten anzeichnen und dann halt in den sauren Apfel beißen und zweimal schneiden. So, ja, mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Wir haben eine Leiter im Bad. Soweit, so gut sieht es jetzt hier aus. Wir haben jetzt gerade nach der Pause wieder losgelegt. Hier, die habe ich jetzt gerade wieder vergessen in den Schatten zu legen. Wir sind gerade wiedergekommen, hatten die Sachen vorhin da hinten alle in die Ecke gelegt, weil da Schatten war. Kamen wieder, war natürlich die Sonne schon weitergewandert. Die musste ich mir gerade einen anderen Winkel holen. Der war so heiß geworden, die Sachen konnte man nicht anpacken. Ja, und auch ich habe mich hier in den Schatten, der zum Glück schon hier ist, hingezogen. Ja, dieses Reststück ist jetzt erstmal nur so reingestellt. Hier müssen wir gleich wieder mit dem U-Profil vorarbeiten, dass wir das, bevor wir die Platte reinsetzen, hier dran schrauben, weil wir ja nicht mehr dahinter kommen. Theoretisch müsste man so eine Hütte halt erstmal irgendwo im Freien bauen, dass man auch an alle Ecken rankommt. Wir haben aber gesagt, diese eine kurze Wand ist jetzt für uns nicht so wichtig, das hält genug. Aber wenn man jetzt vielleicht die Möglichkeit hat, dann sollte man erstmal im Freien bauen. Wir haben gesagt, wir wollen da direkt da an Ort und Stelle stehen haben. Deswegen müssen wir halt hier jetzt auch wieder mit diesem größeren Eckprofil da vorarbeiten und die Platte gleich nochmal rausholen. Aber wir haben die schon mal reingestellt, um zu gucken, ob das passt. Jetzt haben wir uns hier die U-Profile vorbereitet. Hier ist natürlich Platz, da kommt die Tür hin. Irgendwo wollen wir ja auch da rein. Jo, und jetzt würde ich sagen, arbeiten wir uns erstmal weiter bis hier zur Tür und dann können wir mal gucken. Ja, das Fenster, was da reinkommen soll, haben wir jetzt auch noch gar nicht wirklich genau den Platz gefunden. Wahrscheinlich machen wir das dahin, in die Richtung. Aber das gucken wir mal. Der Vorteil bei diesen Schaumplatten ist ja, man kann sich später aussuchen, den Platz für das Fenster und dann im Nachhinein einfach reinschneiden. Jetzt ist erstmal wichtig, hier die vordere Seite noch zuzumachen. So, wir befinden uns hier jetzt im Endspurt.
Das alles hat etwas länger gedauert als gedacht. Aber mit zwei Leuten ist das immer so eine Sache. Wo rennt er denn jetzt hin? Da ist er. Aber unser Häuschen steht. Ich glaube, Martin macht hier die Schräge jetzt gleich noch. Oder ich würde sagen, und dann ist Feierabend für heute. Ne, Schatz, die Schrägen hier noch an den Seiten. Ja, vielleicht, wenn wir das noch schaffen. Die Sonne ist kurz am Untergehen. Huch. Ich pack weg und Martin ist fleißig. So, was hast du denn da für mich? Ach so, ja. Warte mal, warte. Ich gebe mal weiter. Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Ja, ich bin jetzt ein bisschen hier überrascht, dass Sarah auf einmal ankam. Ja, vielleicht ganz sinnvoll, weil wir schneiden ja jetzt hier diese komplizierteste Stelle überhaupt. Und das ist ja eigentlich das größte Ärgernis daran, dass wir hier direkt am Haus bauen. Und ja, ich zeige einfach mal, wie wir das gemacht haben. Also, was heißt, wie wir das gemacht haben, ist ja schon ein bisschen zu spät. Also, wir haben hier einfach das Gefälle angezeichnet, den Winkel. Und dann habe ich das abgeschnitten und das Styropor einfach rausgebrochen. Ja, und jetzt schneide ich hier ganz einfach mit der kleinen Flex hinten so ziemlich einigermaßen auf der gleichen Höhe und dem gleichen Winkel die hinteren Bleche einfach ab. Ich mache einfach mal den Rest fertig hier. Das war das Letzte für heute. So, wir machen jetzt Feierabend. Und vielleicht sieht man es mir an. Ich freue mich jetzt schon richtig auf meine Dusche. Nicht so nah da dran. Alles dreckig. Ja. Ne, wir sind völlig fertig, völlig müde. Und morgen früh geht es schon relativ früh wieder weiter. Ans Dachding. Genau. Momentan haben wir eine Freiluftdusche. Mit Mond. Also, bis dann. Bis ciao. Du siehst aus wie so ein... Was? Unser Häuschen steht. Schatz, brauchst du mit mir nicht quatschen, wenn ich kein Mikrofon habe.